Dann sage ich einmal ganz herzliches Willkommen zu unserem KI-Park Tech Talk, Chancen und Risiken von Quantentechnologien. Der KI-Park wurde vor rund einem Jahr gegründet von 13 Gründungsmitgliedern und ist inzwischen ein ganz spannendes, vibrierendes Innovationsökosystem für künstliche Intelligenz, das schon über 80 Mitglieder gewonnen hat im letzten Jahr. Für uns sind in dem großen Kontext KI ganz unterschiedliche Technologien von besonderer Bedeutung, unter anderem eben das Thema Quantencomputing. Und genau deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass wir diesen spannenden Tech Talk haben können hier im KI-Park und dass Florian Neukert sich bereit erklärt, hier den Host des KI-Parks Tech Talks zu übernehmen. Florian Neukert ist CPO bei Terra Quantum. Er hat eine Professur an der Universität Leiden und für mich am allerwichtigsten, er ist im Beirat des KI-Park und deshalb in unserem Innovationsökosystem zuständig für das Thema Quantencomputing. Und jetzt, Florian, würde ich auch schon an dich übergeben. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch, dass wir heute zusammenkommen können und vielen Dank auch fürs Hosting und die Organisation hier am KI-Park. Ich glaube, wir haben ein ganz spannendes Panel, spannende Themen heute zu besprechen und ganz spannende Panelists. Ganz zu Beginn vielleicht eine organisatorische Sache. Wir haben ja die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Also bitte auch gern, während wir das Panel durchführen, Fragen einfach in den Chat rein posten. Wir haben dann auch noch Zeit, dass wir darauf eingehen und drüber sprechen und diese beantworten. Ich beginne vielleicht ganz beginn vielleicht jetzt mal mit den Panelists und der Vorstellung der Panelists. Wir haben da ein ganz spannendes Panel zusammengestellt und vielen Dank auch fürs Zuschalten. Hier in meiner Liste habe ich zuerst mal Alyssa Wilms, die ist auch Co-Autorin und Herausgeberin des Buchs Chancen und Risiken von Quantentechnologien. War lange vor dem Anfang einer wissenschaftlichen Karriere als Schauspielerin und Modebloggerin aktiv und promoviert aktuell zum Thema Quantum Computing beim Jens Eisert an der Freien Universität in Berlin und verantwortet den Themenbereich Quantentechnologien bei der Porsche Digital GmbH. Neben der Forschung gehört die Lehre sowie die Entwicklung und Implementierung von Anwendungsfällen zu ihrer täglichen Arbeit. Sie ist somit in beiden Welten, der akademischen und der praktischen, zu Hause und fördert die verbindende Brücke. Auch diese Thematik wird im Buch beleuchtet. Also kann man auch vielleicht noch kurz darauf eingehen. Wir haben ja alle diese Panelists, die wir heute hier sehen, als tolle Beitragende zum Buch Chancen und Risiken der Quantentechnologien gewinnen können, wo ja auch das Ziel war, dass wir mal beleuchten, wo stehen wir heute mit Quantentechnologien und welche Risiken gibt es und wie können Unternehmen vielleicht damit loslegen. Das bringt mich auch schon zum nächsten Panelist, Professor Tommaso Calacco vom Forschungszentrum Jülich, der ein theoretischer Physiker ist und Pionierarbeit bei der Anwendung von Methoden der optimalen Quantenkontrolle und die Quantenberechnung und Vielteilchenquantensystemen gemacht hat, leitet das Institut für Quantum Control vom Peter-Grünberg-Institut am Forschungszentrum Jülich, ist Professor für Quanteninformation an der Universität zu Köln, hat 2016 das Quantum Manifesto initiiert, die Quantum Flagship-Initiative der Europäischen Kommission, und ist derzeit Vorsitzender eines der Leitungsgremien des Flagship, und das ist das Quantum Community Network. Professor Calacco leistete Pionierarbeit bei der Anwendung von Methoden von optimaler Quantenkontrolle und zusammen mit dem Quantum Community Network startet er 2020 eine Initiative zur Schaffung eines Konsortiums der europäischen Quantenindustrie, 2021 unter dem Namen European Quantum Industry Consortium rechtlich gegründet wurde. Dann haben wir noch Claudia Pohling von der Deutschen Bahn, die über 20 Jahre Berufserfahrung in Bereichen Data Science, Data Management und Innovation Management verfügt, leitet das Haus des Data als Chief Expert Data bei der Deutschen Bahn und treibt die Daten- und KI-Strategie des Konzerns voran, inklusive Themen wie Data Governance, Datenmanagement, Datenarchitekturen, Datenkatalog etc. Davor hat sie das Machine Learning Team bei den T-Labs, der Forschungseinheit der Deutschen Telekom, sowie solche erfolgreichen Produkte wie das Data Cockpit oder Robust AI umgesetzt. Als Co-Founderin von Startup Night, Digital Wanderlust und AI Diversity Hackathon stärkte sie den Transfer von Wissenschaft in die Wirtschaft. Und nebenher ist Claudia auch als Speakerin und Autorin aktiv. Sie engagiert sich für die Bildung von Kindern, von jungen Menschen im Bereich Daten und KI und gibt regelmäßig ihr Wissen bei Konferenzen an Hochschulen weiter. Seit 2020 Mitglied und 2022 Vorsitzende des Vorstands im Arbeitskreis
AI bei der Bitkom. Und 2019 wurde Claudia als Global Women Leader in AI und kürzlich als 40 over 40 Germany's Most Inspiring Women 2022 ausgezeichnet. Das ist ein unglaublicher Lebenslauf auch. Dann haben wir noch Georg Gesig hier, den Co-Founder und CTO von QMware. Er ist ein erfahrener Elektronikingenieur, Technologievordenker und anerkannter Experte für Quanten- und Hochleistungscomputer mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien. Seine Leidenschaft ist die Entwicklung von innovativen Lösungen für schwierige Probleme, indem er das High-Performance-Computing vorantreibt. Und bei QMware, wie gesagt, ist Georg CTO und Co-Founder für die Leitung der Technologiestrategie des Unternehmens und die Entwicklung von Spitzenprodukten für hybride Quantum Computing Cloud Plattform zuständig. Und unter seiner Führung ebnet QMware den Weg für die Zukunft des Quantum Computing und Computings generell durch die Integration von Hochleistungs- und Quantenverarbeitungseinheiten, um die erste globale hybride Quanten Cloud zu schaffen. Vor QMware, die er 2020 mitgegründet hat, hat Georg auch den technologischen führenden HPC-Infrastrukturhersteller Novarion Systems gegründet, wo er als CEO tätig ist. Also wir sehen da ein ganz tolles Panel, ganz tolle Lebensläufe und ich hoffe, die Diskussion wird spannend, sehr interaktiv und ich starte vielleicht mal mit einer ganz grundlegenden Frage. Georg, wenn ich gleich mal mit dir starten darf, kannst du uns mal deine Meinung geben zu Quantum Computing heute? Wie ist denn der Status quo? Wo stehen wir denn da? Ja, vielen Dank, lieber Florian, für die ganz nette und wirklich umfangreiche Vorstellung. Muss ich nicht mehr viel machen. Herzliche Grüße hier aus Kalifornien. Quantentechnologie ist ein weltweites Thema und ganz, ganz viel passiert eben auch außerhalb von Europa. Wir wollen aber alles, was da passiert, auch in Europa verwenden, weiterentwickeln und zur Blüte bringen. Das heißt, wir haben hier durchaus einen kommerziellen Aspekt bereits in Quantentechnologie, nicht nur einen in Forschung. Und ich sage immer, Quantentechnologie ist nicht Rocket Science, es ist viel schwieriger. Und da schließt sich gleich an, dass ich der Meinung bin und mittlerweile haben das viele andere auch, die vielleicht schon 10, 20, 30 Jahre an Quantencomputern oder Quantentechnologien arbeiten, festgestellt, das ist nicht so leicht, diese kleinen Quanten und vor allem Quanteninformation in Quantencomputern. Also ich beleuchte hier jetzt mehr den Aspekt der Informationstechnologie, der ja in aller Munde ist und durch alle Fachjournale und auch Gazetten geht, dass dies extrem komplex ist, technologisch umzusetzen, aber natürlich auch extrem viel verspricht. Deswegen tun wir uns das an, deswegen werden Milliarden nicht nur eben von privater, sondern auch von öffentlicher Seite in diese Technologie investiert. In den USA ist es mehr die private Seite, in Europa mehr die öffentliche Seite. Beides hat Vor- und Nachteile. Wir profitieren von beiden. Es ist ein großes Quantencomputing-Ökosystem, wo wir auf jeden Partner, der hier seitens der Wissenschaft, seitens der Technologie, aber auch seitens des Marketings etwas beizutragen hat, brauchen. Also ein großes Ökosystem mit ganz, ganz vielen spannenden Themenprojekten. Wo steht die Technologie? Nun ja, nachdem sich der Bereich der Quantentechnologie so schnell weiterentwickelt, wissen wir, wo wir heute stehen, aber nicht, wo wir morgen stehen werden. Ja? Das heißt, wir müssen immer auf Analogien zurückgreifen, wie zum Beispiel die Computerindustrie, wie sie sich entwickelt hat mit Halbleiterchips. Und auch in der Quantentechnologie versuchen wir jetzt alles auf die Chips zu bringen. Ja? Das heißt, wir rechnen eben hier nicht mit klassischen Bits und Prozessoren, die getrennt von diesen Speichern sind, ja, sondern wir wollen alles auf einen Chip bringen, weil Qubits, womit wir eben in Quantencomputern rechnen, diese fantastische Eigenschaft haben, dass sie gleichzeitig Quanteninformation speichern, aber auch verarbeiten. Ja. Das heißt, das ist so ähnlich wie bei den Neuronen in unserem Gehirn, dass
die gleichzeitig Informationen speichern und verarbeiten können, obwohl es eine völlig andere Technologie ist. Nichtsdestotrotz, durch die Verschränkung und die Superposition dieser Qubits lassen sich eben on the fly verschiedene Schaltkreise aufbauen für Algorithmen. Und diese Schaltkreise lassen sich auch für die Abbildung von sogenannten Quantum Neural Networks verwenden, die dann Äquivalente zu den klassischen Neural Networks oder auch zum menschlichen Gehirn sind. Man sieht schon, das hat ganz, ganz große Implikationen, eben auch bezüglich künstlicher Intelligenz, Machine Learning. Und damit beschäftigen wir uns auch und solche Anwendungen werde ich später vielleicht noch kurz erwähnen. Also wo steht die Technologie? Ganz kurz noch, wir sind vielleicht jetzt da, wo wir in den 1960er Jahren waren, in der IT-Industrie. Das heißt, hätten wir nur Quantencomputer, würden wir sie auch schon verwenden, ja? Weil sie rechnen schon schneller, als wir das im Kopf können oder mit Papier oder mit dem Abacus. Nur wir haben eben schon Hochleistungscomputer in der Industrie, in den Data Center und die sind schon sehr ausgereift. Klassische Hochleistungscomputer können heute sehr stark parallelisieren. Wir hatten gerade in den letzten 10 Jahren den großen Paradigmen-Shift von CPUs zu GPUs, also Grafikprozessoren, die enorme Parallelisierungen für geeignete Algorithmen wohlgemerkt durchführen können. Und nachdem diese klassischen Computer so gut sind, sind die Quantencomputer eben noch nicht so gut. Eben dieses noch ist die Frage, ist es morgen, ist es übermorgen? Es kommt in diesem Jahrzehnt, da bin ich sicher, dass wir mit Quantencomputern klassische Computer für bestimmte Probleme outperformen werden. Und das ist jetzt eben der spannende Punkt, dass ganz viele Unternehmen auf der Welt dies versuchen. Und das, was wir glauben in der QMware ist, dass wir das nur in einem hochintegrierten System mit Quantenprozessoren in einem klassischen Hochleistungscomputer durchführen können. Wir sprechen hier von hybriden Quantencomputing und wir demonstrieren das, indem wir heute schon Quantenprozessoren simulieren in diesen Hochleistungscomputern und zeigen, dass diese Quantenprozessoren tatsächlich die Leistungsfähigkeit des Hochleistungscomputers deutlich steigert. Und letzter Satz dazu, warum ist das überhaupt möglich? Weil diese Quantenalgorithmen eben die Parallelisierungswunder per se sind. Ja, es ist ein riesen Rechenaufwand, aber Qubits per se, wie uns Alan Turing gesagt hat, kann ja eine Turing-Maschine, und das sind unsere Hochleistungscomputer heute in der Regel, jeden Algorithmus in diesem Universum berechnen. Die Frage ist nur, wie lange dauert es? Also wir können Quantencomputer können wir simulieren und da sehen wir, dass die Hardware viel besser ausgenutzt wird. Und das habe ich auch in dem Buch kurz angedeutet, was wir gemeinsam geschrieben haben, wo die Hardware deutlich besser ausgelastet wird und dadurch besser eingesetzt wird. Das heißt, ich utilisiere vorhandene Hardware viel besser mit Quantenalgorithmen, selbst wenn die Prozessoren simuliert sind. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank auch für diese Tour de Force sozusagen und dem aktuellen Stand der Quantentechnologien, Quantum Computing speziell. Ne? Jetzt ist es ja so, dass viele Unternehmen bereits beginnen oder begonnen haben, Quantum Computing nicht nur zu explorieren, sondern auch wirklich zu sehen, welche Use Cases gibt es denn? Kann ich denn schon vielleicht im Bereich Intellectual Property einen Vorteil für mein Unternehmen rausholen heute? Oder kann ich vielleicht sogar schon einen Algorithmus, einen hybriden Algorithmus entwickeln, der mir einen Vorteil heute bringt? Und Alissa, da komme ich vielleicht gleich mal zu dir. Du bist ja in einem sehr großen Unternehmen auch bei Porsche Digital, zuständig für Quantentechnologien. Wie setzt ihr denn Quantum Computing heute ein oder wie seht ihr denn generell Quantentechnologien heute und die Relevanz für das, was ihr tut? Also wir unterscheiden zwischen Quantencomputing, Quantenkommunikation und Sensorik und durch den unterschiedlichen Reifegrad all dieser drei Technologien sind die Einsatzbereiche auch unterschiedlich. Quantensensorik ist in so, ich sag mal, Frühstadien, wir prüfen, kann man das in Einzelfällen in einem Sensor irgendwo einsetzen, am Prüfstand zum Beispiel. Also weit weg von, wir haben ein Rollout in allen Fahrzeugen. Quantenkommunikation ist
viel in der Prüfung von frühen Quantentechnologien, also Quantum Random Number Generator, QKD, und aber auch sehr zukunftsweisend. Also wir gucken uns das Quanteninternet an und wo in Zukunft auch wir hiervon einen Benefit haben können. Da kann bestimmt Claudia auch noch was zu sagen. Und da geht es viel darum, Forschung zu etablieren, aber auch zu IP zu generieren, was gute Anwendungsfälle sind in Bereichen, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt spannende Protokolle aus dem Quanteninternet, die neu sind, wo wir wissen, wir haben einen Quanten-Benefit oder wir haben einen Vorteil davon, Quantentechnologien auszunutzen, und wie können wir die übertragen auf Probleme des Connected Cars. Und im Quantencomputing haben wir ganz konkret auch Forschungskooperationen, zum Beispiel mit der FU oder auch mit der TU, und haben dort gucken wir uns Anwendungsfelder an wie Job-Shop-Scheduling, also hochkomplexe Optimierung, und wovon man da einen Benefit hat. Es ist aber auch weit weg davon, dass es in der Fabrik tatsächlich irgendwo läuft und irgendwas macht, sondern es ist viel in der explorativen Phase. Der Hauptgrund, wo es etwas bringt in dem Einsatz, ist, glaube ich, gerade das Machine Learning, und da eher im Sinne von eine Quantum-Inspired Lösung zu finden. Also über den Umweg, dass wir einen Quantencomputer nutzen, eine bessere klassische Lösung zu finden oder unser klassisches Problem nochmal so anders zu verstehen, dass wir halt sagen können, okay, wir haben jetzt eine Lösung, die in 10 Jahren mit einem Quantencomputer funktioniert, und eine, die jetzt auch schon besser funktioniert. Und das ist natürlich toll, wenn man sagen kann, man baut auch eine Brücke bis zu dem Punkt, wo wir sagen, wir haben einen Quantencomputer, der uns die volle Leistung gibt oder die Leistung, die wir haben wollen. Sehr spannend, ja. Und also vielleicht, wenn ich da einmal noch nachhaken darf, ist da auch IP-Generierung heute schon wichtig, oder ist das ein Aspekt, der noch nicht so im Vordergrund steht? Doch, also wir, bei uns ist es klassischerweise über Patente. Also das, und das ist klar im Vordergrund. Also sich auf bestimmte Themenfelder, wo man meint, dass das wichtig ist für die zukünftige, ja, Geschäftsfelder, sich da ganz konkret die Sicherheit zu sorgen. Gerade auch, weil wir so einen großen Zeitraum noch haben, bis wir sagen können, okay, das ist voll im Einsatz. Verstehe ich, ja, super. Alisa, Georg, jetzt habt ihr ja beide einen wirklich tollen Überblick gegeben, ne, und wart auch sehr realistisch mit dem Blick auf Quantentechnologien. Jetzt ist es auch wichtig, Thomas, und da komme ich sehr gern zu dir, den Hype auch zu betrachten. Ne? Also es ist ja, jede Technologie geht durch Hypezyklen, und mit manchen Tricks kann man Hypezyklen vielleicht abflachen und auch überspringen. Aber wie ist denn dein realistischer Blick heute? Wie schätzt du Risiken und Chancen der Quantentechnologien ein? Wie schaffst du oder denkst du, dass wir gutes Erwartungsmanagement schaffen können? Also danke, das ist für mich eine sehr zentrale Frage. Und einerseits, weil natürlich, wenn alles gelingt, wir was Tolles erwarten können, wie auch die Vorredner vor mir gesagt haben. Aber es ist auch extrem wichtig, die Zeitdimension da reinzubringen, damit die Erwartungen nicht so sind, dass ein Return on Investment, insbesondere auf der wirtschaftlichen Seite, aber auch auf der Forschungsseite, dass quasi die wissenschaftlichen Grundlagen abgehackt sind und jetzt geht es nur darum, dass man das realisiert. Es ist nicht eine Zeitskala von ein paar Jahren. Es ist eher eine Zeitskala von einer Dekade. Und es ist extrem wichtig, weil wir jetzt gerade in der Nähe von der Spitze vom Halbzyklus sind, ja, und dann kommt es langsam runter. Und bevor die Industrie einsetzt und wieder asymptotisch hochfährt, es dauert noch und es dauert signifikant lang. Es gibt schon in einigen Bereichen, wie auch erwähnt worden ist, zum Beispiel in der Quantenkommunikation, bereits nicht nur Erfolge, sondern auch kommerzielle Anwendungen, Möglichkeiten, Use Cases, Entwicklungen. Aber insbesondere im Falle von Quantencomputing, bis die Gesellschaft davon wirklich einen Nutzen bekommen kann, bis mindestens indirekt, bis die Firmen davon einen Nutzen bekommen können, es ist schon noch lange. Also zum Glück ist das inzwischen etwas, das auch auf der C-Etage von vielen Firmen und ganz bestimmt an der Spitze von vielen Ministerien angekommen ist. Ja, das braucht einen langen Atem, aber das brauchen wir weiterhin wirklich gut zu belegen. Also nicht, dass wir jetzt sagen sollen, ja, Hoffnungen runterspielen. Nee. Also Hoffnungen sehr gut, sehr hoch möglicherweise, aber langfristig und garantiert ist es sehr wenig. Ja? Es kann immer noch sein, dass das Quantencomputing scheitert. Gleichzeitig haben wir tolle Entwicklungen, zum Beispiel, ja, bis vorgestern, buchstäblich, wenn man mich gefragt hatte, was ist mit Google Quantum Supremacy, habe ich immer geantwortet, ja,
tolles Beispiel, aber wer weiß mit Fehlerkorrektur, ja, ob wir in nützlichen Anwendungen kommen. Seit gestern hat Google wieder ein Paper in Nature publiziert mit Fehlerkorrektur, ja. Und es gibt auch weitere solche Entwicklungen, wo wir näher kommen. Aber näher, ein Stückchen näher heißt nicht mal, dass es noch, also nicht weiter sehr weit ist. Das ist also die Zeitdimension in dieser Erwartungsmanagement-Dimension, damit wir den Quantenwinter überbrücken können, ist extrem wichtig und es ist nie ausreichend oft wiederholt. Vielen, vielen Dank, ja, auch für diesen Blick auf das Thema. Absolut, ja. Ich glaube, sind wir uns alle einig, dass noch unglaublich viel Forschung auch passieren muss, um Systeme größer und skalierbarer zu machen. Brückentechnologien sind natürlich spannend, ne? Wie Georg auch vorhin erwähnt hat, mit High-Performance Computing eine Kombination und Integration vorzunehmen. Und ich glaube, auch hier wieder ist der Weg in Unternehmen rein. Ne? Also wirklich zu sehen, wie kann ich auch diesen Winter, der da kommt, überbrücken, um meine Probleme zu lösen. Das ist ja für ein Unternehmen immer das Wichtigste. Unabhängig von der Technologie, die dahinter steckt, kann ich mein Problem lösen oder nicht. Ne? Und da, Claudia, komme ich vielleicht gleich mal wieder auf dich, weil du ja Erfahrungen über Quantum Computing und Machine Learning, also sehr komplexen Themenbereichen, Technologiethemenbereichen in mehreren Unternehmen gesammelt hast, die aufgebaut hast. Wie siehst du das denn? Ist Quantentechnologie bereits in Unternehmen angekommen? Ist das etwas, wo Unternehmen schon heute einen Blick drauf haben sollten? Also die erste Frage würde ich ganz klar beantworten mit Nein. Also es ist noch nicht angekommen. Bei der zweiten Frage würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, also dass man sich damit beschäftigen muss, weil wenn man sich generell neue Technologien anguckt, das ist ja immer so wie mit Innovationen auch verknüpft. Ne? Also du hast etwas Neues, was man noch nicht so weiß. Ne? Da geht man ein Risiko ein. Damit muss man sich beschäftigen. Da geht man erstmal in einen Invest. Und ob das jetzt Blockchain ist oder Augmented Reality oder KI oder sonst irgendwas, ne, das sind alles neue Technologien und du musst als Unternehmen, als wirklich wirtschaftliches Unternehmen immer drauf gucken, lohnt sich das jetzt schon für mich oder warte ich mal noch eine Weile ab? So. Und beim Thema Quantum, und damit meine ich jetzt nicht nur die Hardware, sondern auch tatsächlich alles, was dahinter steckt, also was Alissa auch erwähnt hat, ne, also die verschiedenen Anwendungsbereiche, Quantum Sensing, Quantum Communication, das sind in meinen Augen wirklich nicht nur so reine evolutionäre Schritte, sondern das ist jetzt hier wirklich Revolution. Also das wir denken komplett die IT neu. Also so ein Quanteninternet, was Alissa ja auch schon angesprochen hat, das ist etwas, was tatsächlich das bisherige Internet komplett ablösen könnte. Und das wissen wir jetzt aber noch nicht. Das heißt, wir müssen aber damit jetzt uns beschäftigen, weil wir natürlich nicht den Zeitpunkt verpassen dürfen. Ne? Das heißt also, wir brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit, um dieses Wissen auch aufzufrischen beziehungsweise uns überhaupt erst zu erarbeiten. Ne? Weil also ich komme jetzt hier vor allen Dingen aus der Wirtschaft und ich würde jetzt behaupten, ich bin hier in der Runde diejenige, die am wenigsten von der Technologie versteht. Und es gilt dann zuerst erstmal zu gucken, gibt es also Potenziale und da darf man eben auch immer nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen oder irgendeinem Trend hinterherjagen oder auf eine Welle aufspringen, sondern als Unternehmen sollte man sich wirklich immer die Frage stellen, ist das für mich mit meiner mit meinem Kernnutzen, den ich als Unternehmen anbiete, passt das zusammen? Und oder beziehungsweise ist das ein angrenzender Bereich, wo ich mein Portfolio dann vielleicht auch damit erweitere. Und hier hilft ganz doll wichtig, schon zu gucken, was es gibt an Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Also ich möchte da ganz gerne auf QTAG hinweisen. Das ist also ein Konsortium von 13 Unternehmen in Deutschland, die sich tatsächlich dort auch austauschen. Und wenn man sich mal anguckt, aus welchen Branchen die kommen, dann ist das Pharma, dann ist es die Logistik, dann ist es in der Kommunikationstechnologie, die Automotive und so weiter. Das heißt also, wenn die Firmen sich damit beschäftigen, dann sollte ich, wenn ich in den ähnlichen Branchen unterwegs bin, auf jeden Fall auch schon mal hinschauen und vor allen Dingen auch in solche Netzwerke eintreten, um eben auch tatsächlich nicht immer bei Null anzufangen, sondern vielleicht die Use Cases, die schon existieren, einfach zu adaptieren. Und deswegen ist es mein Rat tatsächlich auf deine zweite Frage hin, unbedingt das Wissen jetzt schon aufbauen, denn die Quantentechnologie ist echt nochmal, das fand ich auch so schön, wie der Georg vorhin das gesagt hatte, das ist echt nochmal anders, ja. Das ist nicht mehr Rocket Science, sondern das ist quasi alle modernen Technologien, die wir bisher kannten, nochmal potenziert.
Und das, da musst du aus allen Disziplinen Leute aufbauen. Ja, also stimme ich dir voll zu und wirklich, wirklich eine tolle Antwort. Ich glaube auch, diese zwei Punkte, die du erwähnt hast, ne, einerseits mit dem Quanteninternet, also auch wenn wir es in kleineren Bereichen fassen, sagen wir, wir schauen uns Netzwerke innerhalb von Unternehmen an, da ist es ja auch sehr wichtig, dass man sich bereits heute nicht nur Gedanken macht, sondern analysiert, was heißt denn, wenn ich wirklich so einen Switch mache, ne? Das macht mich immer so ein bisschen nervös, weil wir oft sagen, ne, die Gefahr, die ist noch nicht da. Kommt sie in 3 Jahren, kommt sie in 5 Jahren, so genau wissen wir es nicht, aber wenn sie dann da ist, dann machen wir den Switch. Aber dieser Switch, das ist eben nicht nur ein Schnips mit dem Finger, sondern hat wirklich Arbeit dahinter, ne? Einen Austausch von Kommunikationsinfrastruktur. Und wenn man es aufs Internet bezieht, ne, alles Telebanking, alle Kommunikation zwischen Geräten, die ist dann in Frage gestellt. Und hier müssen wir heute schon einen Blick drauf haben, um zu wissen, was ist denn rechtzeitig zu tun. Ja, vielen, vielen Dank. Ne? Ich würde vielleicht da nochmal zurückkommen, auch auf dich, Georg. Unabhängig davon, ne, was wir heute schon tun können mit reinen Quantum Computing Systemen oder generell in der Quantentechnologie, auch so ein bisschen den Horizont betrachtend, welche konkreten Anwendungsbeispiele oder Anwendungsgebiete vielleicht siehst du denn in Industrie und Wirtschaft? Genau, also wieder auf Quantencomputing jetzt fokussiert, haben wir 3 große Anwendungsbereiche, wo wir heute schon wissen, dass Quantenalgorithmen, vor allem hybride Quantenalgorithmen, also man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass Quantencomputer klassische Computer ablösen wird. Ganz im Gegenteil, es wird klassische Computer in einer Art und Weise erweitern, bereichern, die es eben ermöglichen, dann alle, nämlich klassische und Quantenalgorithmen, gleichzeitig parallel hochperformant in solchen Rechnersystemen zu berechnen. Und diese 3 Bereiche, die wir kennen, sind Optimierungsaufgaben, die schwer zu lösen sind, ja, von einfachen Traveling Salesman Problem angefangen bis zu hochkomplexen Satellitensteuerungen, ja, wo Satelliten in Echtzeit alle 90 Minuten für ein paar Minuten Daten liefern, die dann zu neuen Steuerungsimpulsen führen. Ganz, ganz schwieriges Thema, weil es eben eine Echtzeitanwendung ist, genauso wie natürlich Verkehrsoptimierungen, Steuerungen. Also ich lebe in Wien, wenn ich in Europa bin und denke mir immer, es kann doch nicht sein, dass die Ampeln so geschalten sind und dann komme ich in andere Großstädte, wo es genauso ist oder vielleicht noch schlimmer. Ja? Also das sind einfach Dinge, die kann man mit Quantencomputern ganz sicher besser lösen. Und der zweite große Bereich ist natürlich, wie ich schon erwähnt habe, alles, was heute mit Machine Learning zu tun hat und in Zukunft, und das ist noch im Bereich der Forschung, was eben andere Bereiche der künstlichen Intelligenz, der sogenannten, ich nenne es lieber technologische Intelligenz, Intelligenz ist für mich Intelligenz, entweder man ist intelligent oder nicht, anzuwenden sind. Und diese neuen Bereiche sind eben gerade auch in der generativen künstlichen Intelligenz zu sehen. Also wir haben jetzt überall diesen Chatbot, GPT-3 und so weiter, gesehen, was der leisten kann. Wir glauben, dass durch Quantencomputer diese Applikationen noch deutlich stärker werden können und arbeiten eben hier an der Forschung, wie das gelingen kann. Und der dritte große Bereich ist Simulation. Also egal, ob das eine finite Elemente-Methode ist oder Computational Fluid Dynamics, es geht immer darum, um große, komplexe, in der Regel auch klassische Systeme, natürlich kann man das auch mit Quantensystemen machen, aber in der Regel klassische Systeme, wie eben zum Beispiel ein Auto in der Konstruktion, deswegen eben Automotive oder Gase oder Flüssigkeiten in der Industrie entsprechend simuliert werden müssen, damit man weiß, wie man die Technologien, die sie verwenden, baut. Und diese Simulationen gehen eben bis hin zu Digital Twins. Und wir denken schon daran, und Nvidia hat das sogar schon ausgesprochen als eines der ersten Industrieunternehmen,
dass wir einen kompletten Digital Twin der gesamten Biosphäre des Planeten Erde in Hochleistungscomputern aufbauen wollen, wo wir dann mit künstlicher Intelligenz, die dann eben auch auf Quantencomputern läuft und getrieben ist, die großen ökologischen und Nachhaltigkeitsprobleme der Welt und der Menschheit in Angriff nehmen können mit solchen Systemen. Also man sieht schon, die Anwendung geht von kleinsten Nanorobotern bis hin zum gesamten Planeten. Und das ist so spannend, dass das alle Industrien betrifft und alle wesentlichen Fragen, die die Menschheit im 21. Jahrhundert lösen muss und beschäftigt. Das ist ja unglaublich spannend. Ne? Ich finde ja auch, ne, also schon der digitale Computer war eine der größten Erfindungen, die Menschheit jemals zustande gebracht hat. Und wenn du jetzt über Quantencomputing noch sprichst und die breiten Anwendungsgebiete und was wir damit tun können, ne, das ist, glaube ich, in vielen Bereichen sogar noch offen, ne, und sehr schwer vorstellbar. Aber was wir heute uns schon ableiten können und was wir erwarten können, ist unglaublich. Ja? Und wenn wir es richtig tun, die Benefits für Gesellschaft, für die Menschheit im Gesamten können enorm sein. Aber vielleicht nochmal zurück auf eine kleinere Skala, wirklich auf Unternehmen. Ne? Sagen wir, Quantum Computing generell ist ja heute sehr oft noch in einem Zustand, wo wir sagen, wir müssen, wie du vorher auch gesagt hast, Georg, wirklich den Computer mehr als einen Analogcomputer betrachten. Wir schauen, dass wir tatsächlich noch einzelne Informationseinheiten ansprechen und wie wir die richtig programmieren. Das macht es so manchmal ein bisschen herausfordernd, glaube ich, auch für Unternehmen, da wirklich reinzugehen. Alissa, wie schätzt du denn momentan die Bereitschaft wirklich zur Implementierung oder vielleicht sogar zum Start von Explorieren, sagen wir, das ist besser formuliert, glaube ich, von Quantum Computing in Unternehmen ein, auch bezogen auf Hürden des Zugriffs vielleicht? Also ich glaube, die Bereitschaft, die ich erfahren habe und die jetzt auch im Buch hochkommt, ist enorm und sehr, sehr groß, weil, wie Thomas auch schon meinte, das Potenzial einfach als so groß eingeschätzt wird für die Zukunft, dass viele jetzt auch bereit sind, Hürden zu nehmen, aber immer in kleinen und feinen Teams und viele offene Fragen auch gerne noch geklärt werden müssen. Also da gibt es Rechtsfragen, wie der Ingo Baumann in dem Kapitel zum Beispiel erläutert, und auch Fragen von, wie genau jetzt hybride Systeme am besten zusammenarbeiten können, wie man am meisten sozusagen aus beiden Welten rausziehen kann. Und bevor die Frage nicht geklärt ist, ist eine vollständige Integration natürlich schwierig. Umso größer der Benefit, den man zeigen kann, umso schneller und leichter natürlich dieser Weg dorthin. Und siehst du, also wir haben vorher schon mal ganz kurz angesprochen, ne, konkrete Anwendungsfälle, aber das größte Potenzial für Quantum Computing zum Beispiel, wenn wir da sagen, also wenn ich es richtig verstanden habe, siehst du im Machine Learning, ist das so? Ich würde sagen, ich sehe es in Optimierung und wahrscheinlich in Quantenchemie jetzt also als erste große Anwendung, und Sachen mit Machine Learning kommen dann schwieriger, sind auch schwieriger zu beweisen, dass wir dafür wirklich konkrete Vorteile haben. Sehr spannend, ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Dann Tommaso, ich komme nochmal auf dich zurück, um den Hype zu managen. Jetzt haben wir gerade gehört, was ist möglich, was ist in Zukunft auch möglich mit Quantum Computing und Quantentechnologie generell. Dann wissen wir schon, Unternehmen sind bereit. Ne? Also sehen wir auch, dass da Begeisterung vorherrscht. Unternehmen sind bereit, sich Quantentechnologien, speziell Quantum Computing, anzusehen. Und auch einzuführen und zu sehen, welche Use Cases sind passend. Aber um nochmal auf das Hype-Thema zurückzukommen, haben wir vielleicht zwei Fragen. Eine, die ist direkt darauf abgezielt, wie deiner Meinung nach wirklich eine realistische Kommunikation in Wirtschaft und Industrie gestaltet werden kann. Also welche Körper soll denn da beteiligt sein? Ist das auch, dass das Government beteiligt sein muss, die Universitäten? Sind es die Hersteller, also, oder sind es Gremien wie zum Beispiel QTech, die ja auch sehr, sehr erfolgreich sind? Und vielleicht dann eine zweite Frage dazu. Siehst du generell einen Unterschied, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch im Standing, in der Technologieentwicklung zwischen Europa und den USA und auch wie die Technologien positioniert werden in diesen beiden Kontinenten?
Okay, also ich fange an mit der zweiten Frage. Also klar ist, dass in den USA wir einen sehr stärkeren Einsatz, Engagement von der Industrie, vom privaten Sektor sehen. Nicht nur im Sinne vom Interesse, wir möchten Anwender, also QTAC ist letztendlich daraus entstanden, dass Frau Merkel quasi Infineon und also PLOS und Fraunhofer, also Herr Neugebauer, gesagt hat, jetzt bitte einen Quantencomputer bauen. Als wir ihr unsere Roadmap vom Expertenrat vorgestellt haben, hat sie gesagt, bitte macht für mich einen Quantencomputer hier in Deutschland. Und ich habe gesagt, ja, gerne tun wir. Und zwei Wochen später hieß es, eigentlich nicht, das meinten wir nicht wirklich. Wir machen eher ein Anwenderkonsortium. Ja, in dem Sinne, dass sobald ein Quantencomputer vorhanden ist, dann können wir natürlich sehr vieles daraus machen, aber bauen nicht unsere Sache. Und das ist natürlich sehr gefährlich, auch im Hinblick auf Technologiesouveränität, weil das lässt die Initiative also außerhalb von Europa. Klar ist, dass unsere Firmen sehr stark sind in Softwareentwicklung, aber wie auch die Taiwan-Chips-Krise während Corona-Zeiten gezeigt hat, und das wird natürlich noch schlimmer, falls etwas zwischen Taiwan und China passierte. Also man sieht, es geht auch darum, dass wir die Möglichkeit haben, unabhängig unsere Hardware herzustellen. Und da sehen wir leider, dass nicht nur das Bewusstsein, sondern auch das Engagement, wirklich hunderte Millionen pro Jahr in die Hand zu nehmen, pro Firma, bei solchen Firmen wie Google, Microsoft Intel und auch Amazon neulich extrem stark ist. Da ist, wo wir tatsächlich in Europa ein bisschen dahinter sind. Nicht im Sinne von Kompetenz, nicht im Sinne von Know-how, aber vielleicht auch im Sinne von, also ich habe einmal diese Frage gestellt im Auftrag für die Europäische Kommission an Hartmut Neven, dem Chef von Google Quantum Artificial Intelligence Lab. Ich habe ihn gefragt, Hartmut, die Kommission möchte gerne wissen, wie wir ein vergleichbares Engagement der Industrie in Europa schaffen können. Und die Antwort von Google war, you cannot, because you do not sit on a pile of cash. Was natürlich ein bisschen ernüchternd ist. Auf dem Weg zurück nach Brüssel, ja, habe ich eine Detour gemacht, weil ich damals in Ulm war. Ich habe mit dem Herr Volkmar Denner, CEO von Bosch, darüber geredet und ihm gesagt, Herr Denner, würden Sie mir bitte, der ist promovierter Quantenphysiker, würden Sie mir bitte ein Gegenargument liefern für die Kommission? Und er sagte, na, wir haben kein Gegenargument, weil tatsächlich die große Gewinne von der Internetrevolution, wo übrigens das Web in Genf erfunden wurde, im CERN bei Physikern übrigens, die ganzen Gewinne sind drüben. Das heißt, diese Firmen können also problemlos, also relativ problemlos, große Risiken entgehen und hunderte Millionen in die Hand nehmen. Und also es geht nicht darum, dass unsere Industrie nicht mutig genug ist, sondern einfach das Cash ist vielleicht noch nicht da. Das heißt, wir müssen viel besser verstehen, und wir kommen zum ersten Teil von der Frage, wie unsere Industrie sich richtig positionieren kann, richtig Business entwickeln kann und hoffentlich auch dazu beitragen, dass wir eigene Hardware entwickeln. Und das braucht wirklich Education auf allen Ebenen. Es braucht wirklich Kommunikation im Sinne von, also Expertenwissen auf allen Ebenen, von der Arbeitsebene in der Forschungsabteilung, aber dann auch in die Businessabteilung von den Firmen, weil die Forschungsabteilung hat oft Schwierigkeiten, hat die Businessabteilung zu überzeugen, jetzt machen wir das, ja, Prototypen von Prototypen zur Skalierung, und aber auch auf allen Ebenen bis nach oben. Wir haben dedizierte Programme, finanziert von Digital Europe, vom Rahmenprogramm, nicht für Forschung und Innovation, sondern für Digitales in Europa. Wir haben eine Coordination Action, die sich mit Quantum Education beschäftigt, wo wir tatsächlich also solche Expertenwissen-Pakete quasi vorbereiten, damit die Industrie auf allen Ebenen passend versorgt werden kann. Ja, da ist natürlich noch vieles zu leisten. Die Begeisterung von vielen Kolleginnen, ja, in den Industrien, die wir auch hier heute sehen, ja, ist ein sehr wichtiges Element dafür. Aber auch das geht nur in Synergie mit den Wissenschaftlern, damit wir wirklich eine sehr gute Entscheidungsbasis dann liefern können. Ja, den Zug haben wir noch nicht verpasst. Aber bald, ja, da müssen wir wirklich die Kompetenz wirklich streuen, so viel wie es geht. Ja, vielen Dank, ne, für diesen tiefen Einblick. Also mir kommt auch vor, über die letzten
Jahre, sagen wir vielleicht die letzten 5 bis 7 Jahre, passiert ja auch in Europa sehr viel, ne? Auch getrieben durch die Initiativen, die du verantwortest, Tommaso. Also hier sehen wir ja wirklich einen großen Fortschritt auch, sowohl in der wirklich Information, wie eine Regierung informiert werden muss über diese Technologien, über das strategische Potenzial, was damit getan werden kann, wo auch die Gefahren liegen. Und ich glaube, so für mich ist das Gefühl auch, ne, dass wir in Europa schon also wirklich sehr, sehr, sehr kompetent sind und auch die Grundlagenforschung wirklich leisten können und Weltklasseforschung machen, aber das Funding vielleicht manchmal noch nicht da ist. Und ich sehe es aber mehr kommen. Ne? Ich sehe auch mehr Startups, mehr neue Unternehmen auf dem Markt aufkommen, die wirklich tolle Technologien entwickeln und zentriert sind in Europa. Ich glaube, wir kommen dahin. Wir sind auf dem Weg. Aber ich bin bei dir. Ne? Wir dürfen nicht locker lassen und ist wichtig, dass wir dranbleiben. Und Claudia, vielleicht einmal noch, um auf dich zurückzukommen. Generell interessiert mich ja immer, wie man kommunizieren kann, ne? Wie man Technologie nicht nur kommunizieren kann im Sinn, wie funktioniert sie, sondern auch, welchen Wert die Technologie hat, um das verständlich rüberzubringen. Wie siehst du das oder wie machst du es denn? Wie kann man sich einem so komplexen Thema, also ich war ja auch oder bin sehr lange in dem Thema aktiv und ich würde erst mal sagen, es ist nicht intuitiv, weil wir kommen ja mit der Quantenphysik generell erst in den Kontakt, wenn wir an der Uni sind und nicht schon, wenn wir aufwachsen mit den Konzepten und dann ist es erstmal nicht intuitiv. Aber vielleicht halten wir es einfach breiter generell. Wie würdest du dich einem nicht intuitiven Tech-Thema annehmen und wie kommunizierst du es begreifbar und verständlich, sowohl auf Veranstaltungen, also wo du auftrittst, und auch in den Unternehmen, in denen du tätig bist? Also wie kannst du sicherstellen, dass die Menschen, denen du über die Technologie erzählst, auch einen Zugang dazu bekommen und eine Begeisterung einerseits, aber auch verstehen, wofür kann ich es denn nutzen? Ja, das Mikro. Ich fange mal an mit auch mit dem Thema Geld. Wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, dass da Invest nötig ist, ne? Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern schon auch ein gutes Investment nötig ist. Und ich will mal so ein bisschen auch die Bundesregierung hier an der Stelle loben, weil sie in das Thema Quantentechnologie wirklich viele Gelder schon investieren bzw. auch bereitstellen. Ja? Also aktuell reden wir da so von 2 bis 3 Milliarden, die abzuholen sind, also durch verschiedenste Programme. Das ist schon enorm. Und ich sag mal, das tun sie zum Beispiel jetzt ja nicht so bei Augmented Reality oder bei Blockchain, wenn ich das mal so vergleiche. Also man erkennt auch in der Gewichtung bei einer Bundesregierung, wo Schwerpunkte liegen. Und spätestens dann muss ich als Unternehmen genauer hinschauen. Ja, und also gerade große Unternehmen, ob das jetzt eine Deutsche Telekom sind oder auch eine Deutsche Bahn, haben auch viele Bereiche, die sich mit solchen Förderprogrammen beschäftigen, die auch ganz gerne in solche Konsortien reingehen, um halt auch immer ihr Ohr am Markt zu haben und auch vor allen Dingen ihr Ohr an der Wissenschaft. Insofern ist das schon mal ein Indikator, ja, womit man immer ganz gut auch im Management punkten kann. Ein zweiter Trick für mich, finde ich, ist immer der, dass du es wirklich anfassbar machst. Also gar nicht erstmal so ganz groß komplex beginnen, sondern ich fange dann tatsächlich an mit solchen einfachen mathematischen Problemen. Du hast einen Tisch mit 10 Plätzen und wie viele Kombinationen gibt es, hier diese 10 Personen an diesem Tisch zu platzieren? Und dann lasse ich tatsächlich mein Gegenüber immer schätzen. Und wir, glaube ich, in der Runde wissen, das ist halt 10 Fakultät, also 1 mal 2 mal 3, ne? Und da kommt man halt auf 3,6 Millionen. Und das ist halt etwas, was sich die Menschen erstmal nicht so vorstellen konnten, ja, dass das wirklich so viel ist. Und dann erzähle ich ganz gerne, also dann versuche ich das zu übersetzen in die Branche. Dann sage ich, okay, jetzt gucken wir uns mal an, das Traveling Salesman Problem hatten wir ja schon gehabt. Ja, das ist so ein ganz altes mathematisches Problem, das gibt schon Jahrzehnte. Also der Salesman, der hat morgens irgendwie so 10 Städte anzufahren oder 10 Orte und der will halt den optimalen Weg errechnen. Und da gibt es eben auch so viele Kombinationsmöglichkeiten und das gilt eigentlich für jede Logistik. Also ob das jetzt eine Güterlogistik ist oder eine Datenlogistik. Oder auch eine Bahnlogistik. Ja? Das heißt, also du kannst ziemlich schnell dann hochrechnen und sagst dir, Moment, also bei 10 Orten sind es schon 3,6 Millionen verschiedene Möglichkeiten.
Wie ist das dann erst, wenn jetzt dann also ein Bahnnetz mit gefühlten 300 oder 1000 Orten ist oder wie, wenn ich im Datenverkehr eben auch Knotenpunkte habe? Und auch hier will ich tatsächlich meinen Datenverkehr optimieren. Also ich will quasi nicht, dass es zu irgendwelchem Stau kommt. Und da finde ich immer ganz schön, auch nochmal diese Vision zu haben, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten, mit so einem digitalen Zwilling eine ganze Welt abzubilden. Das ist tatsächlich die Vision. Da geht es irgendwann mal hin, weil also ich will oder ich möchte mit so einer Technologie globale Probleme lösen. Und wir kennen alle auch den Stau. Also ich komme dann auch nochmal mit einem anderen Beispiel um die Ecke. Wenn ich im Stau stehe, also reingefahren bin, egal wie gut mein Navigationssystem war, dann kriege ich ja immer noch Alternativrouten angeboten. Und wenn ich jetzt wirklich im Skiurlaub unterwegs bin, dann sehe ich schon, aha, egal welches Navigationssystem ich benutze, die einen biegen nach rechts ab, das sind die, die Google genutzt haben, ja, und die anderen biegen nach links an, das sind dann irgendwie die, die vielleicht so ein Skoda, BMW, was weiß ich, Navigationssystem genutzt haben. Und trotzdem bin ich 5 Minuten später schon wieder im Stau. Also ich habe quasi immer wieder nur dieses, also idealerweise wäre doch wirklich, ich verteile den Verkehr so, dass keiner mehr im Stau bleibt. Ne? Aber dazu müsste ich ja dann alle Variablen gleichzeitig betrachten in Echtzeit. Und das ist so eine große Rechenkapazität, die dazu nötig wird. Und ich glaube, oft ist es bei den Unternehmen auch so, dass denen die Vorstellungskraft fehlt, in solchen großen Dimensionen zu denken. Das heißt also, was wir gemacht haben bei der Telekom, um auch konkret zu Use Cases zu kommen, wir haben so in so einer schrittweisen Annäherung uns die Kollegen vorgenommen. Ne? Und die Herausforderung ist tatsächlich, denen in so einem Zeitraum einmal die Technologie zu erklären und dann irgendwann auch auf konkrete Use Cases zu kommen, die du dann auch mal probierst, weil du musst immer nachweisen bei einer neuen Technologie, dass eine bisherige Technologie das nicht auch kann. Ja, das heißt also, du definierst immer diese Baseline und versuchst eben mit einer neuartigen Methode, und das ist jetzt völlig egal, aus dem Bereich Quantum Communication oder aus dem Bereich der Optimierung oder aus dem Bereich der Quantum Mechanik oder was auch immer, du musst halt immer in dem konkreten Projekt sagen, das ist das, was du mit den bisherigen Möglichkeiten schon kannst. Und dazu gehören tatsächlich auch schon High-Performance-Computer oder auch Machine Learning. Und jetzt willst du es übertreffen. Und also dieser Quantenvorteil, das ist schon echt, echt schwierig. Ja? Und das schaffst du ganz, ganz selten. Also dass du vor allen Dingen auch bei deinem Gegenüber das schon so weit geschafft hast, dass du sagst, okay, das hat mich jetzt so dermaßen überzeugt, dass ich da richtig viele Leute reinstecke, richtig viel Geld und dass ich das vor allen Dingen dann nicht nur experimentiere, also im Labor mir anschaue, sondern halt wirklich in die Produktivumgebung reinbringe. Das heißt also, du brauchst hier einfach auch viel Geduld, ja, und eine gewisse Hartnäckigkeit und sicherlich auch so Fähigkeiten, dass du sagst, ich halte das durch, auch wenn ich 10-mal leer gelaufen bin und beim 11. Mal klappt es dann vielleicht. Das heißt also, dann brauchst du eben auch Leute, die, also nicht nur Experten, sondern wirklich Menschen, die in einem Unternehmen an dem Thema festhalten, auch wenn ein Winter kommt. Ja, das hatten wir ja bei KI auch. Und was ich immer noch mitgebe, und das ist jetzt das Letzte dazu, was ich sage, also bei einem Problem, wo Quantentechnologie relevant wird, müssen 3 Bedingungen erfüllt sein. Muss ein wahnsinnig hochkomplexes Problem sein, also so, ne, also NP, ne, so, also das heißt, es ist wahnsinnig großartig, dann ist es ein Problem, was du permanent berechnest, also nicht nur einmal oder einmal die Woche, sondern halt wirklich ständig. Und das Dritte ist, dass du das auch in Echtzeit brauchst. Also, dass du es nicht nur permanent berechnest, sondern tatsächlich auch in Echtzeit dann das Ergebnis haben möchtest. Und wenn diese 3 Bedingungen erfüllt sind, dann lohnt sich wirklich tiefer reinzugucken. Ja, sehr spannend, wirklich. Also ist ja auch spannend, ne, wie Unternehmen darauf zugehen. Ich erinnere mich ja noch, als ich bei Volkswagen war, wie wir gestartet haben. Und das war genau eben eines dieser Beispiele, auch die du erwähnt hast, Claudia, mit dem Verkehr, ne, den wir uns angesehen haben. Wir suchten auch ein Problem, das man einfach kommunizieren kann, wo wir zeigen können, wir können Daten aus der echten Welt nehmen und können die einbetten auf einen Quantenchip und dann können wir zeigen, wir können es lösen. Und so, also tatsächlich ist dieses erste praktische Problem bei mir so sehr hängen geblieben, dass ich immer sage, das ist ja wie die Verkehrsflussoptimierung, obwohl nicht alles Verkehrsflussoptimierung ist. Ja, aber das ist etwas, was jedem Manager tatsächlich auch passiert. Weißt du? Und immer, wenn sie sich da reinversetzen können in so eine Situation, sind erstmal die Ohren ein kleines bisschen offener. Ja,
Stimme ich dir zu, ja. Vielen, vielen Dank. Das war ein ganz tolles Panel. Bevor wir es beenden, würde ich noch mal kurz in den Chat reinschauen und schauen, welche Fragen wir haben. Wir haben da eine Frage, sehe ich gerade. Ich lese die mal vor und gebe die einfach ans Panel, also nicht an eine spezifische Person. Also wir haben da den Ulrich Görning, der fragt, ob Quantentechnologie die Möglichkeiten zu einem Gesetzgebungsgenerator eröffnen, also zur Rechtsfolgenabschätzung der Änderung der Gesetzeslage. Ich müsste bei dieser Frage nochmal nachfragen, aber vielleicht hat das Panel schon eine Antwort dazu oder einen Gedanken. Die Antwort ist nein. Also da sage ich nur, also nur ja, halb spaßig, in dem Sinne, dass ich finde es toll, ich finde es wunderbar wirklich, also jedes Mal das Interesse von anderen Disziplinen kommt. Ja, ich habe auch öfters mit Juristen noch geredet. Es ist toll, wenn Leute sich interessieren und möchten dazu beitragen, zu verstehen, was die Anwendungsszenarien sein können. Ja. Auch wichtig ist, dass man sollte nicht frustriert sein, wenn die Antwort nein sein soll, weil für die meisten Probleme, ja, die existieren, dann wissen wir nicht, ob es überhaupt einen Quantenalgorithmus gibt, was eine Beschleunigung ergibt. Also die Problemklassen, die Georg erwähnt hat, ja, die sind sehr breit, sehr wichtig, ja, darunter auch Optimierung von Verkehr und so weiter und auch sehr relevant für unser normales Leben, aber die sind begrenzt. Ja. Also wenn ich allgemein an ein Problem denke, was heutige Computer lösen können, und ich denke, man könnte das gegebenenfalls auch mit einem Quantencomputer lösen, höchstwahrscheinlich ist die Antwort nein. Heute aber, ein Beispiel ist Fluidodynamik. Ja? Bis vor einigen wenigen Jahren hieß es, nee, keine Hoffnung. Ich hatte sogar vor ungefähr 12 Jahren, bevor wir das Ganze angefangen haben auf EU-Ebene, ich hatte ein Mittagessen mit einem Kabinettschef von einem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission. Und er sagte, ja, ich weiß, Sie sind der erste Wissenschaftler, aber könnten Sie vielleicht nicht ein bisschen von BS für mich machen, ja? Weil ich brauche das ein bisschen nach oben zu transportieren. Könnten Sie mir zum Beispiel nicht sagen, dass Sie mit einem Quantencomputer das Klimaproblem lösen, ja? Und wir sagten, auf gar keinen Fall, es gibt nichts für Fluidodynamik mit einem Quantencomputer. Das war die ehrliche Antwort damals und heute ändert sich das gegebenenfalls. Es gibt erste Grundlagenforschungsprojekte, die ein bisschen in die Richtung gehen können. Ja? Noch nicht sehr belastbar, aber es könnte sein. Das heißt, wir sollen unsere Hoffnung nicht verlieren, wenn die Antwort auf eine gewisse Frage nicht jetzt sofort ja ist. Es ist, weil wir noch zu wenig kennen, wie man Quantenalgorithmen entwickelt. Wir haben nur anekdotische Evidenz von irgendetwas, also Faktorisierung, was ungefähr zufällig oder vollkommen mysteriös oder fast magisch, ja, es ist wie Black Magic, ja, dass es überhaupt das Schau-Algorithmus funktioniert, ja, aber es geht. Das heißt, wir verstehen noch nicht und deswegen brauchen wir mehr Computer Scientists. Wir brauchen mehr diese Integration mit der Supercomputer, die Georg auch angesprochen hat. Und vielleicht kommen wir dazu und wir brauchen mehr Engagement von den Anwendern, von den Users, die uns sagen, aber ich habe ein Problem. Könnte man nicht, ja? Und dann vielleicht kann man das entwickeln. Aber wir sind noch in der Anfangsphase. Deswegen die Antwort auf diese spezifische Frage ist leider heute nicht. Vielen, vielen Dank. Vielleicht darf ich hier ergänzen, sag niemals nie. Ja? Ich glaube, das hatte auch Tommaso schon angedeutet im Zwischensatz. Ja? Das, was wir vor ein paar Monaten noch glaubten zu wissen, dass es nicht geht, sehen wir heute Ansätze und haben morgen eine Lösung. Und so dynamisch ist eben dieses Quantencomputing und Quantentechnologie-Umfeld. Also wenn ich sage, ein Gesetzgebungsgenerator, da steckt ja schon das Wort drinnen, ja, also generierende AI bräuchte man hierzu. Allerdings Rechtsfolgenabschätzung bedeutet natürlich, dass ich einen Digital Twin einer ganzen Gesellschaft, einer Sozioökonomie im Computer haben müsste. Und das geht dann schon sehr in die Richtung eines Weltbilds und einer General AI, also
einer weltverständigen künstlichen Intelligenz. Und das ist sicher noch in längerer Ferne. Vielen, vielen Dank für diese Insights. Claudia, Alissa, habt ihr auch eine Meinung dazu? Ansonsten würde ich tatsächlich zu der nächsten Frage kommen. Wir haben doch noch zwei spannende Fragen bekommen. Die erste ist gleich, wie wird der Reifegrad von Quantentechnologien im Hinblick auf Implementierung in bestehende Prozesse des deutschen Mittelstands eingeschätzt? Dann brennt es mir schon unter den Nägeln, aber ich gebe diese Frage lieber an euch weiter, liebes Panel, um es zu beantworten. Vielleicht Claudia, Alissa, wollt ihr starten? Also ich kann natürlich jetzt erstmal nur von den Großkonzernen berichten, ne? Aber wenn ich das jetzt versuche zu übersetzen auf den Mittelstand, dann würde ich schon verstehen, wenn der Mittelstand erstmal noch ein bisschen beobachtet. Ne? Das heißt also, wenn er erstmal guckt, was passiert in den Großkonzernen, beziehungsweise was passiert in der Forschung, was passiert in der Bundesregierung in diesen angesprochenen Förderprojekten, vielleicht können sie davon partizipieren. Nichtsdestotrotz bietet sich natürlich immer auch die Möglichkeit, eben Teil von solchen Förderprojekten zu werden, weil das Ziel ist immer, dort so möglichst diverse Unternehmen an einen Tisch zu bekommen. Das heißt also Unternehmen, die wirklich sehr, sehr groß sind, Unternehmen, die ganz klein, also Startups und ganz neu sind, dann natürlich die Wissenschaft und hier dann den Mittelstand auch mit reinzuholen, das ist schon sinnvoll, weil sie da natürlich Erkenntnisse bekommen, die dann eben auch veröffentlicht werden, die sie dann konkret auch für sich nutzen können. Das heißt also, sie können, wenn sie eben experimentierfreudig sind und an der Stelle ist halt immer die Frage Wirtschaftlichkeit. Ja? Also sehe ich die Potenziale, weil das funktioniert ja nicht von alleine. Du musst ja Leute abstellen, die quasi das mitsteuern, die da mit reingehen, die eigenen Use Cases mitentwickeln, beziehungsweise eben auch andere Werte mit einbringen in so ein Förderprojekt. Das heißt also, das ist halt immer auch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Und an der Stelle halt nochmal, das, was ich vorhin auch wiederholt habe, das gilt dann für den Mittelstand genauso. Man muss halt sich immer im Klaren sein, lohnt sich das Invest langfristig gesehen? Also bin ich so risikofreudig und habe ich ein Mittelstandsunternehmen in den bereits angesprochenen Branchen, wo es große zum Beispiel schon vortun, wo quasi eigentlich der Weg schon geebnet ist, ja, und nutze ich das schon? Und das heißt ja nicht immer automatisch, und das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Frage an der Stelle, du sollst ja nicht einen Quantencomputer kaufen für mehrere Millionen, ja, sondern das ist alles inzwischen über Cloud, der Zugriff ist möglich. Ja, das heißt also, ich kann dann eben solche Dinge schon auch heute direkt ausprobieren. Und das dauert jetzt nicht mehrere Jahre, bis ich da Ergebnisse bekomme, sondern an der Stelle plädiere ich dann immer gerne für einfach machen. Ne? Ich würde auch sagen, dass die Implementierung in bestehende Prozesse am Ende in dem Sinne nur ein anderer Stecker ist in einem anderen Cloud-Computer und nicht die große Herausforderung hier an dieser Stelle. Was man aber auf jeden Fall schon mal machen kann, ist, wenn man weiß, man hat Herausforderungen, wie jetzt auch spezifisch in der Frage, dass man sich überlegt, man tritt an Leute heran, die das Wissen haben, wie man solche Probleme löst. Und die würden dann in dem Falle wahrscheinlich eine Mathematisierung vornehmen von den Problemen und gucken, ob von Problemen, wo wir wissen, oder Problemklassen, wo wir wissen, dass ein Quantencomputer hier einen Benefit uns geben kann, können wir da Parallelen finden oder können wir das vielleicht sogar bis daraufhin zurückführen. Und dann hat man schon mal einen ganz guten Indiz in die Zukunft, ob die Challenges, die man heutzutage hat, überhaupt von einem Quantencomputer besser lösbar sind. Vielen, vielen Dank. Ja, da stimme ich euch voll zu. Ne? Also ich glaube auch, es ist extrem wichtig, dass wir Technologie auch im Mittelstand natürlich explorieren. Ich würde gar nicht nur auf Supremacy-Experimente mich fokussieren, diese Themen, die ganz großen sind. Also kann ich wirklich eine Elektrochemie lösen, damit ich dann eine neue Batterie bauen kann und den Batteriemarkt verändern. Es gibt auch kleinere Probleme in der Logistik, wo Quantum Computing wirklich einen Vorteil bringen kann. Und wie wir jetzt von euch schon gehört haben, auch, ne, die Technologien werden einfacher zugreifbar über die Cloud. Die Kosten sind nicht mehr enorm. Ganz am Anfang gab es viele Modelle, wo man Quantum Computing nur bekommen konnte als Unternehmen, wenn man diese Systeme für Millionen gekauft hat. Und jetzt sprechen wir von Cents pro Sekunde, die wir investieren, um diese Systeme in der Cloud zu nutzen. Jetzt nähern wir uns schon dem Ende der Zeit, aber eine Frage haben wir noch an dich direkt, Tommaso. Ich lese mal vor. Wie sehen Sie die Perspektive für die Entwicklung von Funding in der EU für Quantum Technology vor den aktuellen ökologischen, geopolitischen Problemen in der Welt? Kommt der Quantum Winter jetzt schneller, da die Schwerpunkte für Investitionen sich gerade verschieben? Das Quantum Technology Ökosystem in der EU lebt ja aktuell von Fördergeldern.
Ja, also das, also vielleicht geht der Quantenwinter sogar langsamer, da die Schwerpunkte sich verschieben, weil eigentlich, das ist ein Aspekt, was wir nicht angesprochen haben. Also können im Prinzip Quantentechnologien, insbesondere Quantencomputing, zur Energieeffizienz von Computing beitragen. Ja, also bei dem Quantum Supremacy Experiment hatte die Maschine von Google mit 26 Kilowatt für 2 Minuten funktioniert und der Supercomputer würde sowieso Megawatt, also 14 Megawatt verbrauchen für mehrere Jahre. Ja, jetzt inzwischen deutlich kürzer, aber es gibt trotzdem eine große Reduktion in dem Energieverbrauch. Also das kann wirklich relevant sein, auch zu ökologischen und Energiethemen. In anderen Rechnungen, also geopolitische Probleme, ja natürlich, das führt auch zu einer stärkeren Signifikanz der Technologiesouveränität, die wir schon angesprochen haben, welches bedeutet, dass wir in der Lage sollten, in Europa, also Stichwort Förderung in der EU, wirklich unsere eigenen Technologien herzustellen. Also das führte gegebenenfalls zu stärkeren Unterstützung sozusagen. Und natürlich, dann gibt es die gesamte Sicherheits-, Cybersecurity und so weiter Aspekte, die wieder mit Quantenkommunikation, insbesondere die European Quantum Communication Infrastructure, QCI, zu tun haben, die noch stärker gefördert werden sollte, auch vor dem Hintergrund von den jetzigen geopolitischen Entwicklungen. Also es gibt viele Elemente, die aber nicht unbedingt dazu beitragen sollen, dass das geschwächt wird, sondern vielleicht, also überwiegend umgekehrt, würde ich sagen. Fantastische Antwort und ich glaube auch ein ganz guter Punkt, um es heute zu beschließen. Vielen, vielen Dank, liebes Panel, für diese wirklich spannende und tolle Diskussion, die tollen Beiträge. Also zumindest ich habe wieder was gelernt. Ich freue mich, dass ich moderieren durfte und hoffe, dass wir bald wieder zusammenkommen können. Florian, ich übergebe an dich. Ja, geht auch ganz schnell. Auch von mir ganz herzlichen Dank an alle Panelistinnen und Panelisten für den wirklich spannenden Tech-Talk und an dich, Florian, für die Moderation. Auch ich habe viel gelernt. Danke, es hat Spaß gemacht. Wünsche ich auch einen schönen Nachmittag. Dankeschön, gleichfalls. Danke. Tschüss. 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 Ja.